Maker. Still, only one follower. If you want me to speak English, follow me. Otherwise, this channel is purely for my German-speaking family and friends. Und ab jetzt nur noch Deutsch. Also, wenn man mal vergleicht hier, das, was wir vorher hatten, Wanderer, das waren ganz andere Hände. Das hier sind ganz seltsame, comichafte. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Da war Wanderer schon ein bisschen cooler. So, hier geht schon mal erstmal gar nichts. Man darf sich hier nicht bewegen. Aber man darf sich umgucken. Ui. Ah, sieht aber trotzdem hübsch aus. Mit Glühwürmchen. Ja. Settings. Navigation. Ja, die vibrieren, damit sie mir sagen, also zu sagen, hey, guck doch mal hier. Sonst passiert ja gar nichts. Du drückst auf Navigation und dann denkst du, hä? Ach so, ich soll auf meine Controller gucken. Die Knöpfe zum Bewegen oder teleportieren. Wahrscheinlich werde ich teleportieren. Und what? Move, turn left, turn right, die oberen. Und move left, move right. Also zwischen turn und move ist da ein Unterschied. Also kann ich einen Schritt zur rechten Seite machen und einen Schritt auf die linke Seite? Wäre ja mal cool. Man wird sehen. Was gibt's noch? Actions. Ich kann grabben. Ich kann das festhalten. Invoke Masks auf der linken Seite. Das werde ich mir nie merken. Ich werde immer den anderen drücken. Die Maske, die Runde. Der. Mein Gott. Mal gucken, ob ich mir das merke. Das war Action. Spyglass. Zoomen. 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 Man greift sich das Spyglass und dann zoomt man rein oder raus. Okay. Language ist Englisch. Subtitles habe ich eingeschaltet. Sieht okay aus. Die sind wenigstens mal nicht direkt vor meiner Nase. Das war ziemlich kotzig bei Wanderer, weil da waren die Subtitles irgendwo hier. Und ich habe mir mal ein Auge zugemacht, damit ich nicht schielen musste. Aber echt, da denkst du, du bist Banane. So, das war Language, Movement. Head Movement. What? Direction Control for Continuous Movement. Ah! Move continuously based on your head orientation. Das mag ich eigentlich. Wenn du vorwärts dich bewegst und dann die Richtung ändern kannst, indem du deinen Kopf drehst. Und sagst, okay, vorwärts, Kopf gerade halten, ein bisschen rechts abbiegen und Kopf drehen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Turn Mode habe ich jetzt Snap gelassen. Das macht einen schon ein bisschen schwindelig. Das ist jetzt nicht so nett für dich anzugucken, aber es ist angenehmer für mich. Hey, weil doch, du siehst das immer. Das ist, ich mach, wenn ich mich drehe, dann mache ich nicht wup, sondern dann drücke ich einen Knopf und es macht choink. Choink, choink. Und das ist sehr angenehm für mich, aber es ist ein bisschen schwindelig, wenn man zuguckt. Da mache ich gerne mehr als 45. 45 ist mir zu wenig. So. 90 ist zu viel, 60 ist perfekt. Free Locomotion Hand, links muss ich mir merken, links ist die Hand zum Bewegen. Komfort, Vignette ist was Kotziges. Am Anfang denkt man sich, okay, wenn es dir hilft, dass dir nicht schwindelig wird. Aber Vignette ist wie wenn du besoffen bist und der Blick immer kleiner wird. Das ist kotzig. Ah, kann man das vielleicht sehen? Nee, das sieht man jetzt nicht. Achso, der ist sowieso ganz. Ich mach keine Vignette. Die finde ich doof.
Player Area. Ja, das ist, da habe ich noch Sorgen. Das Problem bei manchen Spielen ist, wenn du was vom Boden aufheben willst und du mit, ja, hier ist mein Boden. Aber hier ist nicht der Boden von dem Spiel. Aber hier ist mein echter Boden. Ich kann nicht durch den Boden greifen. Und dann geben sie dir hier die Möglichkeit, dass du das anpasst. Ich habe mich jetzt groß gemacht, dann komme ich gar nicht runter. Oder ich mache mich ganz klein, dann ist der Boden näher, aber ich komme immer noch nicht auf den Boden. Also wenn jetzt was auf dem Boden liegt, komme ich nicht hin. Das Problem hatte ich im Sportunterricht. Ah, das hätte ich damals, ja, damals gab es kein VR, das wäre eine gute Ausrede gewesen. So, jetzt habe ich auch noch, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich habe einen Knopf, mit dem ich sowieso ein Reset machen kann, auf meine Position gerade. Das ist jetzt echt das Maximal. Wenn jetzt irgendwas am Boden liegt und ich muss dahin, dann kriege ich es nicht. Also mehr kann ich nicht tun. Das finde ich cool. Das habe ich ganz selten. Accessibility für Leute mit Behinderung. Und das habe ich bei Wanderer schon gemerkt, wenn ich was ganz lange festhalten muss, dass es anstrengend wird, wenn ich eine Waffe dauernd in der Hand halten muss. Das war sowieso blöde, weil du musst den Trigger, also den Zeigefinger benutzen, um was festzuhalten und dann einen anderen Knopf drücken, um den Trigger von deiner Waffe abzudrücken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das hier ist ziemlich cool, weil da kann ich sagen, einmal drücken, festhalten und dann hält das von alleine. Dann brauche ich meinen Finger nicht mehr anstrengen. Mache ich jetzt erstmal nicht, aber ich komme wahrscheinlich darauf zurück. Wenn mein Finger taub wird, dann werde ich das einschalten. Credits back. So. Ich glaube, das ist gut. Dann starten wir mal. Mal gucken, ob das funktioniert. New Game. New Game. You're about to enter the world of the Mask Maker, a realm of fantasy, mystery and many secrets to discover. Our fable begins and I cannot read that fast. So, jetzt noch mal gucken, ob ich alle meine Knöpfe hier. Ah. Hold the move button, aim at the floor and release to teleport. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich mit 60 Grad so. Okay, das ist teleportieren. Gelernt. Und das ist seitlich bewegen. Okay. Und das ist seitlich drehen. Ja, macht Sinn. Das ist schön, das ist cool, wenn du in Deckung gehen musst. Das hätte ich mir gewünscht bei Wanderer. Aber na gut. Und so kann ich vorwärts gehen. Grab the note. Bitte sag mir, dass ich das jetzt greifen kann. Ja. The apprenticeship must be Apprentice completed wanted. before it's too late. Imagination required. Nachdem ich keine Taschen habe. Das ist auch blöd. Sobald ich was in die Hand nehme, ist meine Hand weg. Das ist doch Kacke. Bisschen mehr Fantasie, Leute. Aber ich habe keine Tasche, ich kann es nicht mitnehmen. Ich muss mir meinen Sound ein bisschen lauter machen, weil das Spiel ist sehr leise, merke ich gerade. Sonst immer bläst mich hier der Ton weg, aber das ist ziemlich leise. Oh, der geht gleich ins Menü, bloß weil ich mal ganz kurz meine Brille absetze. Na gut. Oh, das ist cool. Das mag ich. Die Art von Bewegung. So, ich gehe immer erstmal links. Masks. Das ist ein Square Button. What the fuck is the Square Button? Wie beide? Press the square and triangle button to turn. Von welcher Hand? Leute, ihr könnt nicht von Triangle reden, wenn ihr die Square and Triangle, das sind die oberen, to turn. Ach, nicht and. Either or. Ja, okay. Das meint ihr damit?
Das soll jetzt ein Tutorial sein, das finde ich aber verwirrender als. Hallo? 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 Muss ich mich einmal komplett umdrehen, damit das weg ist? Nee. Ich hab's doch schon gelernt. Ich kann auch schneller gehen, oder? Nee. Boah, hier ist Sense. Hier komme ich nicht weiter. Bye. Soll ich was kaufen? Obey. Explain, explain. Ja, das ist hier jetzt alles. Boah. Also so eine Zwischengeschwindigkeit wäre schon hübsch gewesen. Weil die eine Geschwindigkeit, dass man auch nicht selber einstellen kann, welche Geschwindigkeit ich gerne laufen würde. Weil das ist zu langsam. Und das ist zu schnell. Naja, ist egal. Es gibt nur eine Richtung. Da laufen wir mal hin. Da ist der Maskmaker, oder? Das sieht doch aus wie... Da ist jemand drin. You are not ready. So make me ready. You risk everything. You understand nothing. You care for nothing. Then you taught me well. I cannot teach one who will not learn. I cannot teach one who still will not be himself. I'm sick of your riddles. I'm sick of your rules, old man. You've never given me anything. You've never given me anything. I gave you the chance. You didn't. I gave you a chance to be anything. But first, you must want nothing. You must learn to become nothing. Say it. Nothing. No, you're nothing. Was machen denn die da? Master? Hat er ihn jetzt umgebracht? No. What? Und ich soll da jetzt reingehen? A visitor. A customer? No, a new face. But for wieder ein Geist. Me, all the same, perhaps they came to change their face here once before. Yes, long ago when the shop bell still rang. All gone. Yes. Shh. We are so fragmented. All together now. Pardon our dust. Reden die Masken? Visitors, but you are welcome. To the maskmaker's shop. Somewhere, amid the dust, an ancient and powerful mask is calling to you. See yourself. Synchronize with the mirror. Ich möchte erstmal Schach spielen. Ich kann gar nicht Schach spielen. Find the master's mask. Face yourself. Face the truth. Kann ich einen unmöglichen Zug alles machen? Retten, wie es ist, weil das ist meinst du? Nein. Schnell, mach ein Foto, mach ein Screenshot. Wie mache ich einen Screenshot? Ich kann doch einen Screenshot machen. Nee. Jetzt bin ich schon wieder gefangen, nee. Da liegt eine Pfeife. Oh, guck mal. Hä, wie ist denn die geformt? Was? Die Pfeife. Nase und Mund? Jetzt bräuchte ich mein Feuerzeug von vorhin. Was gibt's denn da sonst noch? Bücher? Ach, das mit dem Floor ist... Ja, ich komme zum Mirror, aber lasst mich doch erstmal gucken. Also ist gar nicht so dramatisch mit dem Floor, weil ich kann Sachen von hier aus aufheben. Da waren sie nett. Das ist doch super. Kann ich was? Oh, guck mal. Und die kann ich auch überall festhalten. Das ist auch gut. Sonst gibt es immer nur eine Position. Kann ich nicht aufsetzen. Kann ich dich wieder richtig aufräumen? Oder fällst du jetzt runter? Oh no. Die Aufhängung geht nur einmal. Alles hässlich jetzt. Macht nichts. So viele Masken. Siehst du, die muss ich mir jetzt alle merken, weil
Das sind wahrscheinlich genau die Masken, die ich nachher baue. Die Lillan ist cool. Die sieht aus wie ich. Ja, ja, ich finde den Mirror noch. Aber lass mich doch erstmal gucken. Weil das doch. Das bin ich. Guck. Schon, oder? Da guck dir die drei da an. Die drei in der Ecke, genau. Die haben eine Pfeife im Gesicht, oder? Als Nase und Mund. Weiß nicht. Ein bisschen, ja, vielleicht so. Doch, irgendwie ja, genau. so ein Chillum, so. Ein bisschen stylischer als diese altbackene. Schon irgendwie. Ja, ich halte mich hier schon wieder viel zu sehr auf. Ich langweile das Spiel. Das ist echt traurig, ja? Aber ist doch so geil, wenn man hier so sich umgucken kann. Kann ich hier auch was kaputt machen? Nee. Ah! Okay. Was passiert denn, wenn ich hier rekalibriere? Nee, das ist okay. Ups. Please ask before touching. Ups, zu spät. Hier ist ja auch niemand zum Fragen. Und der Spiegel ist schon kaputt. Ich weiß nicht. What's happening? Oh, das repariert sich wieder. Guck. Rückwärts gehen ist auch gut, wenn das funktioniert. Oh. Once there was an old mask maker, the last master of a magical trade. Owner of a renowned mask shop. Every year, his masks would transform the town. Children could play the monster beneath the bed. Lovers could discover themselves and each other. The old could be young and new, and the young could even seem wise. All only for a night at carnival time. But amid the revels, the mask maker was alone. He feared that he would take his secret knowledge, the three ancient laws of carnival, with him to the grave. For fashions change, and humans find ever new ways to change. Ich bin ein Kind, glaube ich. And few wanted to learn the old secrets of paint and pasteboard. Imagination required. Oh. Hier ist sonst nur Dunkelheit. Da ist kein Baby drin. Nein. But Hope wears all kinds of faces. One day, a boy with no name arrived at the shop. A boy from the streets, come looking to steal anything that would fit in his pockets or his mouth. A boy from a hard world who had already worn many masks. The old man offered him a choice. Return to the streets, pockets empty, or stay and learn the craft of masks. The boy saw his chance. The old man saw a clean slate, a pure heart, who could become a great mask maker. Kinderarbeit. Ja, ich glaube, mit meinen Einstellungen habe ich mich jetzt zum Kind gemacht, weil ich doch ein bisschen arg nah am Boden bin. Aber macht ja nichts. Oh, hi. Oh. Kaputt. Was ist denn jetzt passiert? Das sah doch gerade eben noch anders aus. Das sieht hier alles ziemlich... Spiegel ist wieder kaputt.
Ich dachte, ich soll mich selbst im Spiegel sehen. Stattdessen habe ich eine andere Geschichte gesehen. Ich kann nicht durch den Spiegel, ich bin nicht Alice. Was das ist, weiß ich nicht. You can already tell. There is much more to this shop than meets the eye. Explore. Find the hidden door. Find the riddle. They are not ready. We must trust. The workshop awaits them. Them? Ich bin doch nur einer. Ist nicht der Deckel dafür. Wieder kann ich was durch die Gegend bringen. Da ist noch ein Zettel. Ach, das ist derselbe Zettel von vorhin. Ups. Ach, es hat wieder nicht funktioniert. Es fällt raus, sobald ich loslaufe. Look around the shop. There is a riddle to open a secret door. Ja, das könnte doch eine secret door sein hier. They move near the workshop. Perhaps they can feel it. Can they feel it? What happened here? Das ist die einzige Maske, die ich. Oh, oh, guck mal. Das sind ja Knöpfe. Das war vorhin aber noch nicht da. Ja, jetzt wäre es noch schön zu wissen, was ich hier einstellen kann. Das sind irgendwelche Symbole, aber. Das sind die Münder. Hm. Du hast recht. Von den drei Masken. Ups. Du meinst die bei der Tür? Oder die da? Bei der Tür? Ah, hier will ich die Tür aufmachen. Also der eine. Was sind das für Symbole? Ja, bling bling. Aber das ist jetzt nicht wirklich der. Aber ich dachte doch, im Prinzip schon, aber nicht alle haben Münder. Haben wir irgendwie. Diese Maske hat Dreiecke. Gibt's hier gar nicht. Hat Kreise. Keine Ahnung. Man wird sehen, wie dieses Spiel hier funktioniert. Irgendwas, was nebeneinander angeordnet ist, vielleicht. Die Maske, die du ist. Die was ist? Find the workshop entrance. There are some symbols around here somewhere. Danke für den Tipp. Dann vielleicht die da oben. Da sind drei nebeneinander. Oder wenn man reinkommt. Ah, guck mal. Die drei, die Schilder. Kreis, sieht aus wie ein Schlüsselloch, ein komisches. Und eine Raute. Versuchen wir mal. Ein Kreis, ja, und wo ist jetzt wahrscheinlich hier? Kreis. Eine Art, wie rum ist das? Das war hochkant. Na komm. Ja, ist schon. Nee. Nicht dieser. Dieser hier. Da. Und dann eine. Ha. Komm.
Ich bin echt zu klein. Jetzt, die Tür geht auf. A mask maker's workshop is a dangerous place. Tread carefully. Oh, das ist aber schon hübsch. Aber ich glaube, ich gehe jetzt noch mal kurz ins Menü, um mich ein bisschen größer zu machen, weil das ist, ich fühle mich sehr kindisch gerade. Gute Frage, wie komme ich ins Menü? Ah, hier. Und zwar war das unter Play Area? Height. Kannst du das nicht irgendwie hübscher machen? Ich will es doch nur. Ja. Good enough. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt bin ich etwas größer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch an Sachen am Boden rankomme. Schmeißen wir mal was auf den Boden. Das liegt auf dem Boden. Ah, ich kann trotzdem hin. Super. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so winzig klein. Das hat zwar was Charmantes, als kleines Kind zu spielen, aber... The workshop, the last sanctuary of the mask maker's art. Everything here is yours, if you can prove yourself worthy of it. But first, you must craft a mask. A humble place for such powerful magic. Breathe it in. The paint, the paste, the wood. So, jetzt trage ich das mal. Mais? Gibt's ja auch noch. Was? Kann ich mich nicht mehr bewegen? Also, die da behalte ich mal. Das ist doch, das sieht doch aus wie ein Design. Ich habe einen Farbtopf hier. Da sieht's nach einem Plan aus. Ich suche mir alles zusammen und lege es jetzt mal ins Licht. Vielleicht... Das passt jetzt nicht so wirklich dahin. Passt das dahin? Kann man da hinlegen? Keine Ahnung. Ein Turm. Und da steht ein Typ, der eine andere Maske trägt. Da stehen lauter Typen. Ist doch wieder. Ist das ein Typ? Gute Frage. Und das sind alles so Dinge, die man hier... Nee, da muss man was hintun. Keine Ahnung. Man wird sehen. Cool. Okay. Und wenn ich durstig bin, kann ich was trinken. Nee. Na gut, machen wir später. Das sind lauter Sachen hier. Na, das ist nur irgendein tolles Buch. Boah, so viele Sachen. Ich weiß doch gar nicht, was ich damit soll. Guck mal, lauter Layouts. Hübsch. Das wird ganz schön crafty, was ich hier mache. Da ist noch mal was. Okay. Paint pots. Use these to store and combine your colors. Cool. Geil. Lilla. Und kann ich das wieder flaschen irgendwie? Weil, wenn ich jetzt noch was anderes dazu gebe, wird es nur braun. Nee, dann. The fireplace. Perhaps some blueprint scraps still remain. Dauert ein bisschen. The fireplace. Fireplace, ja. Ganz viel Zeug. Also, das ist mein. Okay. Each blueprint like this allows you to craft one new mask.
you will need to create many of them. Ah, das war richtig. Master the art. He's in the mask realm. Gone. Not coming back. He was so proud. The realm took him. The mask took him. He was lost. He didn't know who he was. But he wanted everything. Trust the blueprint. Place it on the carving bench. Okay. Also habe ich es an die falsche Stelle gesetzt. Ich muss mit Carven beginnen. Komm, lass mich dahin. Es läuft auf vollen Ton? Wer läuft auf vollen Ton? Ah, deswegen, ich habe so einen Windzug gespürt und dachte, warum das denn? Oh, krass. Umgeblasen. So, habe nur mal kurz geschaut, ob der Stream auch gut funktioniert. Okay, also muss ich jetzt selber carven oder macht er das? Now trust the tools. The mask is there. Clear your mind, my young friend. Ziemlich abgefahren. Ich setz mich mal woanders hin. Hat sich wieder von selbst aufgeräumt. Cool. Okay. The mask of the islands. To wear it, you must be open. You must defy isolation. So ein bisschen Calimero, oder? Calimero, ja. Das kann ich hier noch nicht hinsetzen, da fehlt noch was. Wo muss ich das hin tun? Dahin. There, okay. By adding paint, feathers, shells and so on, this one base carving will be the source of many masks. You have learned a little of the mask maker's magic already. There are six base carvings. As your craft develops, each will find its own place on the workbench. If the first you don't succeed, try again. And then move to a new town and try again. That's the mask maker's way. That's the way. Now, grab a new plain mask and get to work. A new what? Carve a new clean mask? Get to work? Das weiß ich noch nicht. Das haben sie noch nicht. Oh, die kann ich abnehmen. Generations of mask makers have learned this craft before you, step by patient step. Until he came along. Wofür ist das hier? Festhalten. Alles schon cool, das kann ich überall hinsetzen. So, und wenn ich das jetzt anmalen möchte, hätte ich gern einen Pinsel oder sowas. Ich habe Farbe. First the color. Dip the plain mask into the paint. Mache ich. Your first mask. You have the power of the craft. Wear your new face. Find your way to the mask maker's realm. You must rebuild. Heal the land. The realm needs you.
Jetzt schon? I can almost hear the sound of the waves. Oh oh, jetzt passiert's. Wow. Ih, das ist ja 2D. Hey, one person watching, habe ich gerade gesehen. Hallo. Hallo. Cool. Es macht immer wieder Spaß. Das Spiegelphänomen. Das ist immer derselbe Zettel. Hier kann doch nicht einfach alles am Boden liegen. Das ist eine Sauerei hier. Das war mal ein... Keine Ahnung. Ich nenne es jetzt Aschenbecher. Na? A new face at a familiar mask. What are you, I wonder? Ich bin Besucher. Materials. That's what? After all, every master needs his. Welcome, apprentice. I am King Prospero. You must be looking for me. Nicht wirklich, aber wenn du sagst... I am janitor, landlord and supreme monarch of this humble realm. Yes, look around. It is beautiful, is it not? Ziemlich einsam. A little misty today perhaps, but that is not so unusual in the far Feather Island. Feather Island. Well, first lesson. Masks are the gateway to this place. If you take off that crude first attempt from your face, you will return to the workshop. Okay. Try taking off the mask now. Na gut, ich hab doch... Oh, die Hände sind anders. Back. Die sehen schon wieder viel cooler aus. Die bewegen sich auch cooler. Okay. Er sagt, ich soll sie abnehmen. They return. Shh. They have met the king. For now, they must move forward on their own. Okay. Ja. Gib's her. Ich will da schon noch mal hin. Good. There you are. Feels good, eh? You will frequently return to the workshop to make new masks in order to move through my world. Now, onwards. Let's start our journey. Go to the bridge. So, schneller laufen. Jetzt macht das Sinn mit dem schneller laufen. Sonst schlafe ich hier ja ein. Ja. Also, Mai. Es hat seinen Charme. Es ist alles ein bisschen einfacher, so die Vegetation. Ist das die Bridge oder ist das die Bridge? Ich muss erstmal, da drüben ist die Bridge, aber ich muss jetzt erstmal nach da laufen, weil ich bin neugierig. I know it's misty, but I would never steer you wrong. Find your way to the broken bridge. Ja, ja, aber lass mich doch erstmal gucken. Ich finde das hier schon sehr hübsch alles, weil, oh, guck mal, da sieht man doch noch mehr. Da ist irgendein Portal ganz weit hinten. Und sogar das Wasser macht Geräusche. Ja, Steuerung ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, so richtig viel. Man kann sich mal umgucken. Man kann so mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wo wir hier sind. Da hinten sind sogar noch irgendwelche Häuser. Da ist sogar, ich glaube, Rauch in einem Kamin. Also, kommt gerade dein Besuch. Na dann. Weg ist er, jetzt bin ich allein. Find the bridge, but be careful. It has weit seen weg, better days. Aber ganz nah. Upsi.
So, hopsa. Try not to break anything. I've just got the place the way I like it. Still and quiet. Ah, I admit these islands have a certain tumble-down charm. Now, are you feeling watched? Do you see that figure on the next island over? Do yep. not worry. My subjects will not hurt you. In fact, he wears the next mask you must craft. You will need to take a closer look at the mask. Dann gib mir was zum Looken. Did you spot an old spyglass in the workshop? Nope. Okay. They're back. They're looking for the spyglass. Yes. Why they? Ich bin doch nur eine Person. Ah, da. Habt ihr versteckt vor mir? The spyglass, the gift of seeing and being unseen. This is a crucial tool for a mask maker. Und wie benutze ich das jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich dachte, das wäre ganz logisch. Naja, wahrscheinlich funktioniert das nur dort. Aber, also mal gucken. Also, wenn man in der Nähe ist, dann kann man einen Blueprint machen. Hübsch. Dann komme ich mit einem neuen Plan nach Hause. Also, das ist kein Spyglass, das ist eine Kamera. Es ist alles sehr easy, hübsch, Comic-Style. Wenig aufgelöst, aber es ist super hübsch. Charming. Ah, oh, you have found my faithful old spyglass. Keep that close. While empty-handed, invoke the spyglass. The mask maker sees. Take a closer look at my where are you? Standing on the other side of the bridge. There, see? Now, hold your breath for a second. Yes, got it. Each of my subjects bears a unique mask. That is the mask you must make. A blueprint. Now, that is a sight I've not seen since. Das bleibt dann hier? The blueprint is your guide to make a new mask. And ich kenne die Stimme irgendwoher. See, this has the same base mask as the one you wear now. Yep. But with two of those white clasp shells on the top. Ah, aber die sind angemalt, oder? You will find the components for your mask somewhere around here. Well, foraging for components is a vital part of an apprentice's training. Okay. Da sieht man das jetzt noch besser. So, dann suchen wir nach Muscheln. Muscheln sollten am Strand sein. Ja, eigentlich war ich hier schon. Nur Steine. Clams hat er gesagt, oder? Das sind doch Muscheln. Das sieht doch aus so wie so ein Jakobsmuschel oder sowas. Each mask is a part of the realm. So you will have to forage for components to build each new mask. Ah, da. Die sind im Wasser. Garantiert. Die Stimme, die ist irgendwie. Ich weiß nicht mehr, an wen mich das erinnert. Was? Andersrum. Guck mal, was man hier alles findet. Did you feel that? Once you have found a new component for your masks, like this white clasp shell, it will appear back in the workshop, ready for nice. You to craft new masks and explore new areas. Also brauche ich keine Tasche. Find a component once.
And then the workshop will always have a ready supply. Such is the magic of the mask maker. Nee, das ist der Mask Maker. Oh no. Also wenn ich Sachen nicht brauche, dann kann ich sie nicht... Okay, schade. Die eine ist ins Wasser gefallen. Gut, dann machen wir doch die nächste. Da ist sie gelandet. Aber wo habe ich jetzt meine Blaupause? Da. A new blueprint. How long has it been? The base is already there for you. On the bench, near the paint. Ja, habe ich schon gesehen. Diese hübschen Bildchen sind ja sehr hübsch, aber ich weiß nicht, wofür die da sind. Einen davon? Wo kann ich den hinmachen? Ich muss die kleben. Brauche ich Klebstoff? Wir sind doch Ösen. Da könnte ich doch was befestigen. You will need those white clasp shells you found for the new mask. Not white enough? Oder brauche ich zwei, damit das geht? Nee. Die sehen doch so in etwa aus. Ich brauche Klebstoff. Kann ich die hier liegen lassen? Ich brauche Stöckchen oder irgendwas zum dran machen. Irgendwie muss man das auch befestigen können. Those shells you found will have appeared on the workbench. You'll need them to make the mask. I know. Ich glaube, ich brauche irgendwelche Stiftchen zur Befestigung. Ich gehe noch mal rumgucken. Yeah, I did find them, but I don't get it yet. Okay. Pop your mask off, back to the workshop. Time to use the shells to craft a new mask. The blueprint you created will also be there to help you remember how the mask looks.
Also der sagt, ich habe alles, was ich brauche. Ich dachte, das klipst dann hier einfach dran und gut. Ich kann dich jetzt umfärben, aber das bringt ja nichts. Ich brauche dich ja in Weiß. Bin ich einfach nur vernagelt, oder? Das kann jetzt doch nicht so schwer sein. Also das war alles so schön realistisch. Du wirst mich doch nicht hier im Stich lassen mit... You'll need them to make the mask. Yeah, I know. And? Ich weiß nicht, wie man sowas festklebt. Hier ist auch nichts abgebildet über Dinge festkleben. Stiftchen oder irgendwas. Ich würde da jetzt so Zahnstocher oder sowas machen. Hier gibt es doch garantiert irgendwas. Ach, falsch. You'll need those white clasp shells you found for the new masks. Also es soll wohl ganz was ganz Einfaches sein. Und ich bin nur zu vernagelt. Oder ich stehe nicht richtig, oder? Guten. Was tust du? Dir fehlt ein Arm. Those shells you found will have appeared on the workbench. You'll need them to make the mask. Ach, ich muss eine neue Maske machen? Ich darf nicht die alte machen? Vielleicht ist das der Trick. Nee, kann doch nicht sein. Also, machen wir eine neue Maske, oder? Das kann nicht sein. Wie viele Masken soll ich denn dann hier haben? Okay, machen wir eine neue. Und da darf ich die jetzt drauf machen? Oh. Wear the mask. Learn the truth about yourself, but do not trust your eyes and ears. Wo stapel ich denn dann diese vielen, vielen Masken? Na gut. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. That was fast. How does that new body feel? I don't know. Are those easily obtained? Oh, don't look so surprised. How do you think you entered this realm in the first place? Look back over at where you arrived. You may see the body you were wearing before. Strings cut. Aber nicht von da, first, sondern... First, view them with your spyglass. Then, make their mask
and you can borrow into any of my subjects. It was awfully convenient when I first arrived. These days, it's the only way to get around. Now, find my next subject and possess it. Das klingt ja gruselig. Irgendwann komme ich noch dahinter, wo ich die Stimme kenne. Ich mag schon diesen weißen Style wie Rhyme. Da ist die Statue. You'll find these elders' statues spread across the realm. Just relics of the old ways. Ignore anything you see or hear when near them. Keep your mind on your apprenticeship. Warum soll ich die ignorieren? Follow my gestures and find me. My tower is close. Und? So oder so? Aber ich bin nicht du. Muss ich richtig stehen, damit das geht? Honor my posture. Be open, be tolerant, and defy isolation. I don't feel isolated. Ah, das darf noch gefehlt. Rechts, links. Ist doch sein linker Arm davor. Ich weiß nicht, was du willst. Hier kann ich nichts mitnehmen, aber es sind wieder dieselben Formen. Sehr hübsch. Follow my gestures. Come to the tower. Your power is growing. That's the tower. Ziemlicher Humbug. Follow my gestures and find me. Ja, my tower is close. Ich finde deinen Tower, aber mit deinen gestures weiß ich nichts anzufangen. Ich versuch's mir zu merken. Was auch immer das ist. Ach, das ist die einzige Möglichkeit. Ich muss irgendwas mit den... Nee, hier geht's doch auch weiter. Kopf einziehen, ah. Lauter Muscheln mit Perlen. The people of this land used to cultivate shell pearls in that cave. You may find treasure lurking. Ein paar Perlen mitnehmen. I see seashells. Bald haut man sich ihren Kopf an. Noch mehr Treasure. Darf ich das auch nicht behalten? Ich kann das erst einsammeln, wenn ich es brauche. Und so lange muss ich mir merken, dass es hier liegt. Ich will noch ein bisschen rumgucken. Ich bin noch nicht so weit. Ich komme gleich. Ich will erstmal eine Muschel, einen Schatz. Precious. Treasure. Guck, lauter schöne Sachen. Nö. Hüpf.
das ist doch hübsch. Ich habe hier Perlen gesehen. Wahrscheinlich war es nur eine einzige da hinten, die so hübsch angeleuchtet ist. Good. Flop. What a magnificent white glass pearl. Another component found. This is the start of a long journey of usefulness to your king. Ich mag nicht, ich brauche keinen König. Bist du der letzte Maskmaker oder hast du meinen Maskmaker verknechtet oder whatever? Gefangen genommen, getötet? Ich denke nicht getötet, dafür ist es viel zu bunt hier. Hier wird niemand getötet. Hoffe ich. Can you see what this one wears? I will find out. Use the spyglass controls to zoom in. Also man, das Spyglass muss man nur halten und dann muss man den Kopf bewegen. Ist nicht gut? Seltsame Dinge. Komischer Stahl. Ich kann kein Foto mehr machen davon. Ich hätte gern ein Foto davon. Ah. Sieht ja witzig aus. Hold your breath. Focus on the mask. Remember, that's the important part. Ich denke, ich kann es mir merken, aber ich dachte, du machst ein Foto. Hold your breath. Ich denke, der hat ein Foto gemacht. Komme ich hier wieder weg? Okay. Try pressing the buttons to look as closely as you can. Und dann? Was mache ich dann? Das letzte Mal ist es einfach so, passiert. Cool. Can you see what this one wears? Ja, ich denke so, aber was muss ich? Und wenn ich es gesehen habe, dann muss ich entweder ein Foto machen oder ich muss hier wieder raus. Aber ich komme hier nicht raus. Also das mit der Steuerung ist ein bisschen... Mein Hund träumt.
Ich habe keine Knöpfe mehr. Ich habe es jetzt alle ausprobiert. Und ich komme auch nicht aus meinem... This is the mast of the ich muss einfach rausgehen. Great traders and travelers. See, also Leute, ein bisschen mehr Feedback. Different components from different lands within my realm. Now your apprenticeship truly begins. The mast will grow more complex as also einfach you nur den Kopf wegbewegen. Forage for components and find my subjects wherever they have been left. Craft their masks. Mask yourself wisely and borrow into them to move through the world. Yeah. Once this realm had another ruler, old, jealous, and unwilling to share. But now it is mine, and I grant you passage through it. Okay. Ich nehme mal an, ich muss die ganzen anderen Sachen noch finden, weil die liegen jetzt nicht zu Hause. Ich dachte, ich war hier schon und habe nichts gesehen. Das finde ich toll. Aber ist nichts von den Dingen, die ich brauche. Da drüben liegt ganz viel. Da will ich hin. Lass mich darüber. Da war ich doch schon. Honor my posture. Be open, be tolerant and defy isolation. Keine Ahnung. Follow my gestures. Come to the tower. Your power is growing. Aerobic. Also jetzt habe ich die Bewegung gemacht, die Gesture. Und die da habe ich auch gemacht. Aber keine Ahnung. Da ist jetzt nicht irgendwas passiert. Ich finde jetzt auch keine so lustigen Öhrchen mehr für meine Maske. Da, wo ich die Perle her habe. Also, versuchen wir es doch noch. Ui! To lower the panels of the map. It's time you saw the entire realm. Gehen wir nochmal zurück und gucken, ob ich da vielleicht was übersehen habe, weil ich dachte, das brauche ich nicht. Eine ist ins Wasser gefallen. Ich hoffe, das war jetzt nicht wichtig. Wenn die futsch ist, dann ist sie futsch. Da habe ich noch nicht drauf geguckt.
Eine mini-kleine. Die dreht sich jetzt ewig. Inception. Kleines Kreisel, für immer drehend. Ich habe garantiert ganz viele Sachen übersehen und ich habe gehört, man muss ganz oft wieder zurücklaufen, weil Sachen woanders liegen. Das hat mir Brian erzählt. Dum, dum. Hier drin nichts übersehen, oder? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Eine Lampe wäre ganz nett. Ein bisschen duster hier. Richtig gut orientieren. Verzeihung, kann ich hier nicht, weil es sieht alles sehr identisch aus. Die Pflanzen sind alle identisch, die Felsen sind alle identisch. Also, es ist ein bisschen... nicht. Gewohnheit. Hier habe ich angefangen. Test, dass ich ins Wasser fallen kann. Ja, kann ich nicht. Gut zu wissen. Ja, so viel zum Thema. Das bewegt sich zu schnell. Hier bewegt sich nichts zu schnell. Irgendwann wird man ungeduldig und will sich schnell bewegen. Oh. Das ist ja geil. Geht das hier auch? Ne. Spaßig, spaßig. Ich bin der Stapler. Also Physics sind hier schon... Oh. Das ist ja geil. Wieso geht das denn? Ich dachte, das geht nur da, wo es gehen muss. Das geht auch woanders? Aber hier ist doch nichts zum... Das will ich gleich mal ausprobieren. Wenn man eine leere Hand hat, das geht also immer. Oh, geil. Ja, das ist natürlich schon cool. Ha. Okay. I like it. Habe ich irgendwas zum Essen bestellt? Nö. Hund guckt, ob der Lieferdienst für uns ist. Also, wenn ich leere Hände habe und den Trigger benutze und lange halte, dann kriege ich mein Spyglass, ein Fernglas. Und wenn ich weggucke, dann gucke ich halt weg. Tja. Okay, das macht Sinn. Ui. Den Knirsch kennen wir schon. Dem seine Maske haben wir. Na komm. Das ist schön, dass man das nicht im Menü umstellen muss, sondern...
dass man jederzeit zwischen Free Locomotion und Teleport schalten kann. Das finde ich cool. Ja, aber ich bin jetzt genauso blöd wie vorher. Es ist eine relativ leere Welt, aber irgendwie... Wäre schön, wenn hier irgendwelche Fische drin wären, Wale oder so. So. Sieht so nach Eiswasser aus. Das sind Kreidefelsen vielleicht. Aber irgendwelches Wassergetier wäre schon cool. Beim nächsten Maskmaker. Also das mit dieser Statue hier, das habe ich noch nicht berissen. Das muss was sein. Follow my gestures and find me. My tower is close. Ja, dann werde ich wohl hin müssen. Jetzt probieren wir das doch mal aus. Festdrücken. Ganz hoch gucken will, ui, muss man das Spyglass doch festhalten. Ansonsten kann man es auch loslassen. Das ist sehr nett. Und ich kann doch zoomen. Dachte ich. Reinzoomen, rauszoomen. Da wollte ich hingucken. In Separation wäre sowas cool gewesen. So ein Spyglass, das hat schon was. Krass. Gefällt mir. Finde ich total cool. Ob man hier auch Boot fahren kann? Ja. Ja, ich schaue jetzt doch mal, ob ich nicht vielleicht... Oh, falsch. Weil theoretisch habe ich doch jetzt eine neue... Nicht? Ich dachte, ich hätte eine neue Maske fotografiert. Nicht? Die darf ich erst sehen, wenn ich die Zutaten habe. Die hüpft da einfach. A missing piece should be in the workshop somewhere. Okay. Also die Perle ist doch jetzt nicht irgendwas, was ich brauche, oder? Da war so eine Perle. Ich dachte, ich krieg wieder so ein hübsches Bildchen. Muss ich mir doch merken, wie es ausschaut. Ja, muss ich nochmal zurückgehen zum Gucken.
weil ich nicht geschnallt habe, wie man ein Foto macht. Ich weiß nicht, ob es grün war. Lila war dieses komische gefiederte Teil. Aber das habe ich noch nicht gefunden. We need something to repair the lever. Look around. Ha? Ich kann was Neues machen. Oh. Oh. Well done. Now you can reach different areas throughout the realm. How? Why? Hä? Oh. Oh. A new face appears. A new land to explore. Cool. Das machen wir doch glatt. Ich bin auch total so. Ich bin Rechtshänder, leider. Das ist super meditativ. Chop, chop, chop. Das Geräusch ist, das könnte ein bisschen besser. Aber überraschend befriedigend. Komm, diese Spitze hier. Das kann doch noch glatter hier. Das weiß ich doch. A new face is revealed, and with it, new destinations are discovered. Okay. The mask of the mountains. To wear it, you must know thyself and fight against the shadow of oblivion. Ah. Know thyself. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit der machen muss. Die muss doch irgendwie besonders aussehen, oder? Ich kann die doch nicht einfach so aufsetzen jetzt, oder? Nee. Das ist nur ein Stück Holz bisher. The Mask of the Mountain. Dann reisen wir noch einmal und gucken, ob wir irgendwas sehen. Du hast auch nicht so eine Maske auf. Ich habe sonst keine. Ich habe diesen Typen mit der Maske nicht gesehen. You need will not be found around here. Ja. You will need to explore other parts of the realm. Dachte ich schon. Ich guck nach, wer du bist. Du hast so eine schöne Stimme. So beruhigend. Aber ich glaube irgendwie ein Bösewicht aus irgendeinem Film. Nicht unbedingt jemand Nettes. Vielleicht Thanos oder so. Das wäre immer wieder typisch. So eine beruhigende Stimme, so wie Thanos. Also, damit ich hier weiterkomme, muss ich zu einer anderen Welt. A mask maker must travel far and wide for components. Ja. You will have to explore other lands to find what you need. Also, irgendwie die Berge, hast du gesagt? Vielleicht. Steht ja noch irgendwo ganz woanders jemand. In den Bergen.
Ja. Two of the components you need will not be found around here. You will need to explore other parts of the realm. Das Tracking ist gerade ein bisschen eigenartig. Alles nicht schlimm. Morgen ist auch ein Tag. Wir lösen vieles dann morgen. Ich kann hier nicht irgendwo anders hingucken. Doch, da. Nee, von dort aus kann ich auch nirgendwo hingucken. Da gucke ich nur wieder zurück. A mask maker must travel far and wide for components. You will have to explore other lands to find what you need. Da ist ein Typ. Was? Warum ist denn jetzt so? Das ist die normale Maske. Meine allererste Maske ist das. Tja. Ist das der Ort, wo ich zuletzt gewechselt habe? Merkt er sich echt meine Position, wie ich da stehe? Das wäre cool. Könnte sein. Ha. Two of the components you need will not be found around here. You will need to explore other parts of the realm. Interessant. Also wenn ich jetzt meine Maske abnehme und die andere Maske aufsetze, diese hier, lande ich dann dort an dieser Stelle? Tatsache. Okay, wieder was gelernt. Okay. Super geil. Und wenn ich jetzt wechsle, deswegen macht er auch immer so eine komische Bewegung, weil er die Maske gerade dabei ist abzunehmen. Der ich. Drink. A mask maker must travel far and wide for components. You will have to explore. Dann nehme ich gerade die Maske ab. Das bin ich. Mit verknoteten Händen. Sehr beruhigend, dass das nicht weg ist, wenn es ins Wasser fällt. Okay. Habe ich wieder was gelernt. So, wie spät haben wir es denn? Weil es ist jetzt Zeit. Jetzt ist Zeit, dem ein Ende zu machen. Ja, aber ich mache jetzt dann Schluss. Es geht zäh, weil wenig erklärt wird, aber es ist cool, weil wenig erklärt wird. Das mag ich. Andererseits ist es halt schwierig. Man kommt sich manchmal wie ein Depp vor, weil man überhaupt nicht checkt, was man machen muss und einem auch nichts erklärt wird. So. Dann mache ich jetzt hier Schluss und mache am... Two of the components you need will not be found around here.
Yeah, you will need to explore other parts of the realm. Und dann mache ich am Dienstag weiter. Oder so.